Mit dem Rauchen aufhören lohnt sich immer. Die Lungenkrebstherapie wird besser vertragen. Die Entwicklung weiterer Tumorzellen sowie weitere rauchbedingte Lungenschäden wie chronischer Husten werden nicht weiter unterstützt. Dadurch besteht die Hoffnung auf besseren Therapieerfolg. Ganz besonders wichtig ist die Raucherentwöhnung, wenn eine Lungenkrebsoperation geplant ist. Häufig stellt sich dann bereits nach kurzer Zeit eine Verbesserung der Lungenfunktion ein. Und auch deswegen ist eine Entwöhnung zu jeder Zeit sinnvoll, gesundheitsfördernd sowie lebensverlängernd. Die Zigarette, die heute Freiheit und Lockerheit verspricht, kettet einen später einen Sauerstofftank. Raucher, die sich bewusst dazu entscheiden, das persönliche Risiko einzugehen, vergessen oft, dass das Umfeld mitraucht. Passivrauchen gefährdet insbesondere im Familienumfeld die Kinder in ihrer Entwicklung. Kinder von Rauchern sind anfälliger für Asthma und Allergien. Wir wissen, jede Zigarette zerstört Lungengewebe. Shishas versprechen, weniger schädlich für Herz, Gefäße und Lunge zu sein. Sie gelten als die moderne und attraktive Alternative zur heute eher verpönten Zigarette. Das allerdings ist ein Trugschluss. Die aufgenommene Nikotinmenge bei einer Shisha-Session entspricht dem Rauchen von 10 bis 100 Zigaretten. So neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Auch beim Verdampfen von nikotinfreiem Shisha-Tabak entstehen gefährliche Abbauprodukte. Besonders durch die fruchtig und erfrischend anmutenden Geschmacksrichtungen wird eine Ungefährlichkeit vermittelt, die nicht existiert.